So, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur zweiten Folge von This War of Mine. So, in der letzten Folge haben wir den ersten Tag hinter uns gebracht und jetzt gehen wir in die erste Nacht. Xeyren schläft, Mr. Smooth haut sich auch aufs Ohr, Tizzy schiebt Wache und mit Sweet Gaming gehen wir jetzt das erste Mal plündern. Ich bin sehr gespannt. Wir begeben uns in den zerbrochenen Wohnblock. Vorbereiten. Okay, wir können also was mitnehmen. Haben wir denn irgendwas zu mitnehmen? Okay, wir haben nur diese Slots hier frei. Okay. Bandagen sollte ich jetzt vielleicht mitnehmen. Die Schaufel. Also Materialien nehme ich auf keinen Fall mit. Wenn dann Ausrüstung. Man könnte jetzt. Ich nehme jetzt mal einen Dietrich mit. Oder zwei. Kann ich? Einen, ja. Und ich nehme die Brechstange mit. Einfach, falls ich auf verschlossene Türen treffe. Und wir gehen plündern. So, ich bin sehr gespannt, wie sich Sweet so schlagen wird. Und ihr seht schon, der Grafikstil. Es ist so leer und still hier. Okay. Da ist schon mal ein Häufchen Elend. Oh, und hier ist ein Spielplatz. Oh Mann, das ist so traurig. Da liegen auch gefallene Soldaten. Okay, hier haben wir schon mal Materialien. Ich glaube, Materialien sind für den Anfang, glaube ich, gar nicht so schlecht. Materialien und Holz, aber natürlich brauchen wir auch ein paar Lebensmittel, um unsere Leute fit zu halten. Ich weiß gar nicht, müssen die auch trinken? Wir müssen natürlich leise sein. So, hier ist. Hier kann natürlich auch jederzeit andere Plünderer sein, Überlebende sein, die uns nichts Gutes wollen. Was ist das hier? Rohes Essen. Okay, das müssten wir halt kochen dann, ne? Es ist genießbar, wäre jedoch im gekochten Zustand nahrhafter. Das denke ich mir. Packe ich mal alles ein. Wir haben nicht viele Slots. Das macht mir gerade, ehrlich gesagt, am meisten Gedanken. Ich möchte gern die Slots erweitern der Charaktere. Den Kinderwagen mal durchsuchen. Und ich habe ein bisschen Angst. Der Kinderwagen ist nicht leer. Ein paar Gegenstände sind darin verstreut. Eine Rassel. Eine lachende rote Krabbe. Mr. Krabs. An der eine Baby... Was? An dem ein Baby eifrig gekaut hatte. Achso. Und ein halbes Fläschchen mit geronnener Masse. Ugh. Vermutlich erst Babynahrung. Jemand muss fluchtartig aufgebrochen sein. Oder benötigt er die Sachen vielleicht nicht mehr. Ich tippe auf Ersteres. Und diesen Pfeil nach oben. Okay. Ist ein bisschen traurig natürlich. Krieg ist scheiße. Leute, Krieg ist echt das Widerlichste, was es gibt. Was ist das hier? Oh, verdammt. Was ist das? Drehtabak für Zigarette. Drehtabak für Zigarette besteht aus einigen Kräutern. Sie erzeugt einen strengen, herben Rauch. Ja, toll, Zigaretten. Ich weiß nicht, ob Zigaretten jetzt so wichtig sind und so gut sind. Ich glaube, ich nehme lieber das andere Zeug jetzt erstmal mit. Die Zigaretten. Ich habe nur noch einen Slot frei. Ich lasse jetzt mal die Zigaretten da. Ich weiß auch gar nicht. So, jetzt gucken wir hier durchs Schlüsselloch. Man sieht den Bereich, den ich sehen kann. Später gibt es natürlich noch andere Räume, wo man nur die Hälfte sehen kann. Aber da scheint niemand drin zu sein. Also gehen wir mal rein. Okay. Hier kann ich was durchsuchen. Was ist das? Wir machen natürlich immer Geräusche, wenn wir... Ah, Kaffee. Einige von uns trinken Kaffee, um die Kraft aufzubringen, noch einen Tag zu überleben. Seine begrenzte Flüssigkeit macht ihn zu einer wertvollen Ware. Ja, dann nimm mit. Düngemittel. Biomüll. Den wir aus Düngemitteln in unserem Garten zum Anbau von Kräutern oder Gemüse verwenden können. Eignet sich auch als Köder für kleinere Fallen. Okay, für Nahrungsgewinnung ist das natürlich nicht schlecht, aber wir haben keinen Slot mehr frei. Oh, ist das ärgerlich. Also das mit den Slots ist... Ich muss unbedingt bei den Charakteren mehr Slots freischalten.
Ich hau jetzt mal das Holz hier rein. Das Ding kann ich ja noch mitnehmen. Das Ding kann ich auch noch mitnehmen. Das deckt ja zum Glück. Das deckt auch noch. Das kann ich auch noch mitnehmen. Die Waffe. Was ist das? Waffenteile. Verschiedene Waffenteile. Klingen. Klingen, Gewehrläufe, Triebfedern, Schlösser und so weiter. Okay, also es ist nicht zwingend eine Handfeuerwaffe, auch wenn das Bild so aussieht, sondern es sind auch andere Sachen. Teile von solchen Dingen zumindest. Entschuldigung. Ich würde gern... Basisausstattung. Ich würde gern die Tomate mitnehmen. Also halt, die Tomate ist ja schon das Düngezeug. Aber was lasse ich dafür hier? Die Materialien... Ich weiß nicht, ob ich die Orte auch nochmal durchsuchen kann, ob ich da nochmal hin zurückkehren kann, aber ich gehe jetzt mal schon davon aus, dass ich hier nicht nur einmal her kann. Was ist das? Pistolenpatronen. Leere Pistolenpatronen. Wir können aus ihnen Pistolenmunition herstellen. Ach verdammt, das ist auch wichtig. Und hier ist noch ein Teddy. Kaputtes Spielzeug. Dieses Spielzeug hat schon bessere Tage erlebt. Jetzt ist es kaputt. Seitdem führen Besitzer... Was? Jetzt ist es kaputt. Seinem früheren Besitzer hat es aber bestimmt viel Freude bereitet. Och. Mann, ist das traurig. Ich würde ungern die Bestandteile da lassen. Die Pistolenmunition würde ich auch gern mitnehmen. Aber die Nahrung ist halt verdammt wichtig. Ich lasse jetzt mal das Holz da und nehme ich, das kann jetzt auch ein Riesenfehler sein, aber ich würde gerne die Patronen mitnehmen. Und den Teddy würde ich eigentlich auch ganz gern mitnehmen, aber leider kann ich das jetzt momentan nicht. Und wir gehen mal nach oben. Ich hoffe, wir begegnen jetzt niemanden. Ich würde gern überleben. Hier läuft ein Fernseher noch. Okay. Da sind Gitter. Was haben wir denn hier noch drin? Das sieht mir nach Geröll aus. Ich hoffe jetzt mal. Gut, die können wir stacken. Die können wir nicht mehr stacken. Da sind wir leider schon voll. Holz kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Aber das Fleisch kann ich noch mitnehmen. Wir müssen uns halt, glaube ich, auch merken, weil ja immer mehr Orte freigeschalten werden, wo noch was zu holen ist. Also hier wären auf jeden Fall noch Baumaterialien. Die Tür ist verriegelt. Ich könnte jedoch mit Hilfe eines Sägeblatts durchkommen. Wir haben kein Sägeblatt. Noch nicht. Aber hier geht es nochmal nach oben. Ich hoffe immer noch, dass wir jetzt nicht gleich überrascht werden. Da kommen wir sowieso auch nicht rein. Noch weiter hoch geht's nicht. Auch wenn da eine Treppe ist. So, dann suchen wir das hier noch. Die Munition können wir mitnehmen. Den Rest leider nicht. Also hier gibt es noch Materialien zum Abstauben. Ich denke mal, das ist auch in Zukunft gar nicht so schlecht, wenn wir hier wissen, dass hier noch Materialien sind. Und hier hinten ist ein Verbandskasten, da würde ich auch ganz gern hinkommen. Zum Glück sind wir noch niemandem begegnet. Aber da ich auf... Was war das? Okay, ich glaube, wir hauen ab. Zum Ausgang rennen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man hier zum Ausgang rennt. Nicht, dass man wirklich noch erschossen wird oder so. Hat ein scharfes Auge für Details. Sweet Gaming hat ein scharfes Auge für Details. Okay. So, wir hauen wieder ab. Und auch hier haben wir begrenzte Zeit nur. Jetzt am Anfang geht die Zeit noch. Später wird das natürlich, könnte das zum Problem werden. So, und wir sind im Tag 2. Sweet kommt zurück vom Plündern. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Okay. Diese Nacht war ruhig. Sweet Gaming war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Okay, das wissen wir ja. Mr. Smooth. Es scheint so, als würde Mr. Smooth anfangen, sich ein wenig wohl zu fühlen. Okay. Mr. Smooth fühlt sich wohl. Das ist schön. So, wir haben keine Zeit. Wir müssen gleich etwas tun. Dann fangen wir doch einfach mal an mit Tizzy Zucchini. Haben wir irgendwo Statuswerte? Nee, ne? Okay. Was kannst du tun? Du kannst mal da oben die Tür aufbrechen. Wir haben ja ein Brecheisen, das geht ja. Xeron. Xeron kann... Ah,
die Tür unten knacken ist auch so eine Sache. Ich kann den Schrank hier mal. Oder nee, der kann. Ah, mit Hilfe eines Werkzeugs. Ja, dann brech du die Tür auf, weil oben ist jetzt Tizzy Zucchini fertig. Wir brauchen etwas zu essen. Wir müssten das Essen zubereiten. Ich weiß auch nicht, ob wir. Fang du auch mal an. Wir haben nur eine Schaufel, ne? Er gräbt jetzt mit den Händen wahrscheinlich. Naja, gut, okay. Also, Tizzy muss auf jeden Fall dann schlafen. Das auf jeden Fall. Er gräbt jetzt da mit den Händen. Dann würde ich fast sagen, Sweet soll sich ausruhen. Wir müssen auf jeden Fall was herstellen. Wir brauchen einen Ofen, um Essen herzustellen. Sie soll sich jetzt mal hinsetzen. Und dann gucken wir uns das mal an. Was macht er jetzt oben eigentlich? Brech mal den Schrank da auf. Du buddelst noch im Müll. Kann er jetzt nicht auch die Schaufel finden? Ja, jetzt nimmt er die Schaufel und ist schneller. Und dann kann er gleich danach hier durchsuchen. So, er hat was gefunden. Kräuter und Bücher. Er durchsucht jetzt auch. Oh, was ist das? Ein Schmuckstück. Moment. Ein Schmuckstück. Wofür brauche ich Schmuck? Ein Schmuckstück. Wertvolles Tauschgegenstand. Ah, wertvoller Tauschgegenstand. Okay. Gut. Ich möchte natürlich die ganzen Leute beschäftigt halten. Xeren? Ah ja. Okay, Xeren geht da runter. Sweet Gaming ruht sich ein bisschen. Ah, hier steht's. Hungrig und müde. Schlecht geschlafen, hungrig. Leicht krank? Oh nein. Mr. Smooth ist leicht krank. Leicht krank. Tizzy auch. Nicht gut. Okay. Wir müssen auf jeden Fall was herstellen. Es geht nicht anders. Hust, hust. Werkstätten, was ist das hier? Primitiver Herd. Es ist ganz einfach zu benutzen. Zünde nur etwas Brennstoff aus Holz, Büchern oder Bestandteilen an und verwende etwas Wasser, um eine Mahlzeit zu kochen. Ist als rohes Essen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht herstellen. Ich würde fast sagen, das platzieren wir. Also alles, was mit Essen so und so zu tun hat, gleich hier oben, würde ich sagen. So, der baut das jetzt. Tizzy kann jetzt mal nach unten kommen. Der muss jetzt mal was herstellen. Ich würde gerne mehr Slots haben. Oh, was ist das hier? Medikamente. Sie schmecken fürchterlich. Doch wenn du krank bist, wirst, können sie dir das Leben retten. Das ist gar nicht so schlecht. Wir haben nochmal Fleisch bekommen und nochmal Bücher. Das ist alles super. Ist hier unten jetzt noch irgendwas zum Looten? Hier unten nicht mehr. Hier auch nicht mehr. Hier ist noch ein bisschen. Ach nee, hier ist unser Arzneischrank. Okay. Hier ist aber auch nichts mehr zum Looten. Okay, ich glaube, unser Zuhause haben wir damit so ziemlich abgelootet. Okay, er kann jetzt. Moment. Nein, King Xeren, du nicht. Tizzy, du stellst jetzt mal kurz was her. Und zwar hätte ich gern Betten. Okay, da reichen unsere. Wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Nacht Vorräte holen. Ganz, ganz dringend. Was kann man hier machen? Destillator. Mit etwas Geduld und ein wenig Wasser und Zucker. Okay. Können wir einen widerlich schmeckenden, jedoch hochprozentualen Alkohol herstellen? Okay, wir können ihn dann gegen Dinge eintauschen, die wir brauchen. Erwarte nur nicht zu viel. Verdammt. Regenwassersammelbecken. Eine Vorrichtung, die das Regenwasser sammelt und filtert, das zum Kochen oder zur Herstellung von Alkohol benötigt wird. Okay, da können wir also Wasser produzieren. Das Ding haben wir ja schon. Ein Radio, es wäre toll. Aktuelle Nachrichten, okay. Und Wettervorhersagen. Okay, Wetter spielt auch eine Rolle. Hören zu können. Wir wären besser vorbereitet, mit Notanlagen umzugehen, wenn wir im Voraus darüber Bescheid wüssten. Wenn nichts in den Nachrichten gemeldet wird, können wir Musik hören, um unsere Stimmung aufzuheben. Okay, ist auch ganz cool.
Aber die Betten würde ich gerne herstellen. Wir brauchen dringend Betten, glaube ich. Mehr kann ich jetzt momentan nicht produzieren. Ich würde gern die Slots erweitern. Aber muss ich da Rucksäcke finden oder so? Ich weiß es nicht. Mr. Smooth. Essen kochen. Können wir gar nicht. Verbrauchsgüter. Bücher. Holz. Ah, okay, so lang brennt das dann. Alles klar. Okay, wir müssen also hier gekochtes Essen. Das kann ich auch vorkochen. Eine einfach gekochte Mahlzeit. Nahrhaft aus als rohes Essen. Es ist mit Gemüse. Okay. Was ist das? Eine einfach. Das ist doppelt so viel. Da koche ich gleich zwei wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier. Sagen wir mal zwei. Zack. Kocht ihr jetzt Essen? Hat er jetzt Essen? Ich habe Hunger. Ja, hat er jetzt Essen gekocht? Verlassen. Hat er jetzt... Hä? Hat er jetzt Essen gekocht oder nicht? Okay, hier habe ich aber rohes Fleisch. Ich glaube, er hat gar nichts gekocht, oder? Er hat nur Holz reingepackt. Ah, okay. Da brauche ich Gemüse und das habe ich nicht mehr. Verlassen. Schlecht geschlafen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Essen. Ah, ich glaube, jetzt kocht er zum ersten Mal. Okay. Eine hergestellt. Okay. Ich glaube, Sweet... Kann das Sweet jetzt essen? Sweet kriegt als erstes, weil sie war ja auch plündern. Okay, sie ist nur noch müde. Darf sich wieder hinsetzen. So langsam blicke ich da durch. Okay, kommt mal alle hoch. Ihr braucht auf jeden Fall erstmal alle was zu essen, bevor der Tag rumgeht. Plündern können wir hier eh nichts mehr. So, das heißt kochen. Da jetzt eins reinpacken. Dann kocht er ja nichts, oder? Er haut jetzt nur wieder Holz rein. Ich habe Hunger. Ah, wir brauchen da zwei Holz dafür. Okay. Okay. Dann haue ich doch jetzt einfach mal 8 Stück rein. Muss der das jetzt 8-mal machen? Ich hoffe jetzt nicht. Doch, er muss das jetzt 8-mal machen. Okay. Das erklärt auch, warum das später so lange dauert. Okay. Tizzy ist leicht krank. Ist auch leicht krank. Und uns rennt die Zeit davon. Dann pass mal auf. Tizzy darf sich jetzt mal ein Stück rohes Fleisch genehmigen. Ich kenne Tizzy, der haut das auch roh weg. Das stört ihn nicht. Genauso wie Mr. Smooth, der darf sich auch mal ein Stück rohes Fleisch genehmigen. Okay, Xayran darf hier mal kurz fertig machen. Und dann schauen wir mal. Und die Zeit wird knapp. Verdammt, 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 verdammt. Komm, mach, 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 mach. So. Wir haben jetzt hier... Ja, jetzt sind 9 Stück drin. Holz. Und wir können... Wieso kann ich jetzt immer noch keine Nahrung herstellen? Hä? Was fehlt mir denn? Ach, jetzt... Klar, ich brauche 2 Fleisch. Toll. Dann darfst du auch dir ein Stück... Immer noch hungrig. Ja, aber Freunde, wir müssen Nahrung finden. Und wir müssen was anbauen. Und ich glaube, ich bin echt ein bisschen überfordert. Geisterhaus. Autowerkstatt.
So, zerstörter Wohnblock, da finden wir zwar viele Materialien, aber jetzt momentan bräuchten wir eigentlich eher Nahrung. Ruhiges Haus, Geisterhaus. Eine Menge Lebensmittel, eine große Menge. Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Lebensmittel. Ich würde mir aber gern die ganzen Sachen holen. Wir gehen ins Geisterhaus, würde ich sagen. Aber dieses Mal darf Sweet auf jeden Fall schlafen. Xeyren schlecht geschlafen, immer noch hungrig, krank, leicht krank, müde. Okay, dann würde ich fast vorschlagen, Xeyren geht plündern. Sweet darf schlafen. Aber die sind auch schlecht geschlafen, immer noch hungrig, leicht krank. Nein! Xeyren geht plündern. Du Wache und ihr zwei schlafen. Ich denke, das ist so am besten jetzt. Und wir gehen ins Geisterhaus. Das Geisterhaus. Der Mann, der dort einmal wohnte, hat bedürftigen Menschen Obdach gewährt. Er ist entweder gestorben oder geflohen. Nachdem sein Zuhause von Mörserbeschuss zerstört wurde. Nachdem sein Zuhause von Mörserbeschuss zerstört wurde. Seitdem ist sein Haus verlassen geblieben und die Kinder der Nachbarschaft sagen, dass es dort Geister gibt. Okay. Bereiten wir uns mal vor. Es ist jetzt wirklich gefährlich, Xeyren ohne irgendwas loszuschicken, weil er kann halt nichts aufbrechen. Ich gebe ihm jetzt nur das Brecheisen mit. Und sonst nichts. Einfach, dass er noch einen Slot mehr hat, dass er wirklich ein bisschen was mitbringen kann. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich hoffe, das ist jetzt echt kein Fehler. Allerdings sehen wir das erst in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Xeyren begleiten in das Geisterhaus. Bis dahin, ciao.